Das Jahr 2012 war ein gutes Jahr für die Comarch-Gruppe. Der Umsatz ist um 12,5% gestiegen und betrug 884 Millionen Zloty. Nettogewinn war um 7% höher als im Vorjahr und betrug 39 Millionen Zloty. Der gute Finanzergebnis war trotz der schwierigen makroökonomischen Umgebung und günstigen Währungskursen und steigenden Arbeitskosten erzielt. Besonders gut hat sich der Vertrieb im Geschäftsbereich Bankwesen, Finanzinstituten und im Bereich Public entwickelt. Auch die Rentabilität der vor ein paar Jahren übernommenen Comarch Software und Beratung AG Gruppe hat sich deutlich verbessert. Im Jahr 2012 hat Comarch stark in die Softwareprodukte für Medizin investiert. Diese Produkte sollen in den nächsten Jahren ein wichtiger Teil des Comarch-Angebots werden. Die Comarch-Gruppe hat im Jahr 2012 zwei neue Unternehmen übernommen. Das waren die AMEA Informatik AG, ein ERP-Spezialist in der Schweiz, und SA Projekt GmbH, die Softwareprodukte für Medizin in Polen entwickelt. Weitere Übernahmen sind nicht ausgeschlossen. Ende März wird der brandneue Comarch Data Center in Dresden eröffnet. Der wird als Basis für die Entwicklung des Comarch Cloud-Angebots für DACH-Region dienen. Die Entwicklung des Comarch-Geschäftes außerhalb Polen, besonders in Westeuropa, bleibt auch im Jahr 2013 als Kernelement des Unternehmensstrategie erhalten. Ein Beispiel dazu ist eine starke Präsenz des Unternehmens auf der Hannover CeBIT-Messe in den letzten Tagen. Die Ausgangssituation des Unternehmens am Anfang des Jahres 2013 ist günstig. Der Wert des sogenannten Backlogs für das laufende Jahr ist um 24% höher als im Vorjahr. Damit ist auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl verbunden und es ist mit steigenden Arbeitskosten zu rechnen. Das Unternehmen soll jedoch seine Rentabilität im Jahr 2013 verbessern.